So, und damit herzlich willkommen zurück zu Definitely Not Fried Chicken und sorry dafür, dass wir die letzte Woche ja so eine kleine Pause, können wir schon fast sagen, hatten, was zum einen das Let's Play, aber auch das andere Let's Play angeht. Es war einfach keine gute Woche und es hat zeitlich leider nicht hingehauen für mich aufzunehmen, aber ab heute sollte es eigentlich planmäßig täglich weitergehen. Ganz normal mit Videos und wir machen natürlich auch genau das, was wir uns letztes Mal schon ein bisschen eingeteilt haben als Aufgabe, nämlich wir wollen diese Seite hier fertig bekommen mit den ganzen Pausenräumen, damit unsere Leute hier nicht am Verhungern sind, wie sie es immer mal wieder sind. Immer wenn Pausenzeit ist, ist hier der Benachrichtigungstab am Explodieren und das finde ich endlich so praktisch. Deswegen schauen wir doch jetzt mal, dass wir hier unsere Badezimmer ein wenig ausbauen. Ich glaube, wir hatten so gesagt. Dann da drüben zwei. Und dann in die Mitte packen wir einfach, Waschbecken und Händetrockner. Das ist eigentlich relativ easy. So. Ist leider alles so groß. Ich weiß, wir könnten theoretisch hier und da was hinbauen noch, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie die Effizienz krass verändern würde. Also bleibe ich bei dem, was wir hier haben. Mal schauen, ob die Leute das auch nutzen. Ich hoffe es zumindest. Ich glaube, ich müsste die Sachen eigentlich eingeteilt haben schon als nutzbare Räume. Aber wir werden es merken. So, Schlafzimmer, die sind nämlich auch relativ easy. Wir haben aber die Luxusbetten hier jetzt, ne? Ja, okay. Dann nehmen wir die doch mal. Huch, ich habe mich hier verbaut. Ah. Okay, dann müssen wir gleich mal schauen, inwiefern ich mich verbaut habe, was genau ich falsch gemacht habe. Weil die ganzen Seiten hiervon müssten ja gleich groß sein. Sprich, eigentlich müsste überall gleich viel hinpassen. Sondern haben wir hier noch so ein Regal. Irgendein anderer Raum wird also zu groß sein. Ich glaube, dann fangen wir am besten von oben an mit der Küche. Und arbeiten uns runter, dann wird es uns schon irgendwann auffallen. Gut. Das hier ist erstmal kein gutes Zeichen. Ist das nicht eine Küche? Ah. It should be. Wenn ich nicht komplett blöd bin. Ja, das kann ich da hinsetzen. Sollte auch. Aber was ist das Problem bei dem Esstisch? Ah. Der ist doch jetzt nicht so groß. Ich sehe da jetzt ehrlich gesagt nicht, wieso der Esstisch da nicht hinpassen sollte. Ich meine, wir können hier neben... Ist es keine Küche? Moment. Küche? Es war keine Küche. Warum war das keine Küche? Hä? Was war das denn dann für ein Raum? Okay, jetzt bin ich sehr verwirrt. Gut. Jetzt können wir auch bauen. Okay, das macht Sinn. Aber, egal. Aber nicht in Frage stellen. Haben wir in verschiedenen Küchen unterschiedliche Sachen? Ich glaube nicht, ne? Ne, haben wir überall das Gleiche. Gut. Das packen wir dahin. Nebendran dann einen Herd. Dann hier die Theke mit, glaube ich, erst dem Teil und dann eine Mikrowelle. Richtig? Ja. Und dann haben wir natürlich noch einen Kaffeeautomaten. Hier. Die andere Seite habe ich, glaube ich, noch einen Mülleimer gestellt, oder? Genau. Gut, das passt. Der Raum hat gepasst. Dann ist es probably der. Ich mache aber erstmal hier die Küche. Obwohl, nee, macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt erst die Küche mache und dann alles nochmal um eins nach oben verschieben muss, weil ich den anderen Raum falsch gemacht habe. Ist das, glaube ich, nicht so super sinnvoll.
Das sind die Freizeiträume, okay. Den haben wir im Grunde genommen angefangen mit einem Snackautomaten und einem Kaffeeautomaten. So, Snacks, Kaffee, dann hier ein Arcade-Automat. Okay, unten haben wir dann einen Mülleimer und einen großen Fernseher noch. So, dann eine Couch, ich glaube, es war die. Ich sehe, die Roboter nerven wieder mal. Wir kümmern uns leicht drum. Ja, es war die Couch und dann im Grunde nebendran noch ein Billardtisch. Ne, der Raum passt von der Größe her. Okay, da bin ich echt extrem verwirrt. Weil irgendwo muss ich ja einen Fehler gemacht haben. Aber wenn es der nicht war, dann naja, wir werden es gleich merken. So, was habt ihr denn, Roboter? Initialabteilmodus, hallo Mitmensch. Ich trug Mürben. Das ist eine richtige 11 von 10 Frage vom Roboter. Schauen wir mal. Wir schicken, glaube ich, ja nichts hier irgendwo weg. Ja, okay, ich kann also das annehmen. Beziehungsweise ich schaue erstmal, Sekunde, seid ihr alle. Ja, die sind beladen. Also nehmen wir kurz an. Und schicken das los. 1 und 2. Und dann viel Spaß. So, was haben wir dann? Genau, hier haben wir dann die weitere Küche. So, da hatten wir ja gesagt, fangen wir hiermit an. Ein Esstisch. Ich glaube, es könnte sein, dass es der Raum ist, bei dem ich einen Fehler gemacht habe. Ja. Der ist sogar 2 zu groß, bin ich. Ah, nee, in dem Moment. Da kommt ja erst der Kühlschrank hin. Wollte gerade sagen, bin ich blöd, aber nope. Da kam noch ein Kühlschrank hin. Sprich, das muss eins nach oben, das muss eins nach oben und das. Sehr gut, dann müssen wir auch basically nichts umbauen, weil nebendran ist ja direkt der Schlafraum. Ja, das hätten wir alles. Dann können wir jetzt einfach sagen, wups. Und so. Und dann haben wir das. Dann hätten wir hier nebendran nochmal den Aufenthaltsraum. Und da müssen wir, glaube ich, ja da oben hin. Hatte ich das genau gespiegelt? Was? Alle gerne Erinnerung. Ich habe schon Dinge konsumiert. Da würden euch die Haare zu Berge stehen. Okay, klar. Wenn der das sagt, dann muss es ja wohl stimmen. Nee, ich habe die Couches immer genommen, ne? Ja, okay. Das heißt, die hier ist theoretisch falsch. Würdest du mal verkaufen, weil wenn, machen wir das einheitlich. So, dann brauchen wir die anderen ja auch gar nicht. Das hier und dann, glaube ich, ja einfach genau gespiegelt von unserem anderen Pausenraum. Irgendwo hier muss noch ein Mülleimer hin. Ich glaube, hier hatte ich den hingepackt. Und sonst war es, glaube ich, ja nichts, ne? Nö. Sonst nix. Gut, dann haben sie damit schon mal ihre weiteren Pausenräume. Ich muss mal gerade schauen. Ich glaube, ich hatte die hinzugefügt bei den ganzen Raumgruppen. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Nee, habe ich nicht. Habe ich scheinbar nicht. Dann sollten wir das wohl mal tun. Haben wir auch nicht mehr 7000 Leute, die ganze Zeit sich beschweren, ihre Pausen nicht so machen zu können, wie sie es gerne hätten. So.
ich hoffe, die sind klug genug, um immer zu dem zu laufen, was am nächsten ist. Ich will jetzt nicht hingehen und für jeden Teil unseres Businesses hier eigene Raumgruppen machen, weil sonst, ne, wenn die jetzt irgendwie nicht checken, dass sie da am schnellsten hinlaufen, sondern stattdessen von hier aus dann darüber gehen, müsste ich halt eine Raumgruppe machen, die sagt, yo Leute, nur darüber bitte. Das wäre aber, na, das wäre echt schon blöd, wenn das so wäre. Also hoffen wir einfach mal, dass ich das nicht muss. Aber ihr habt alle noch Hunger. Juhu. Und das, obwohl ihr sogar diese Räume da habt. Die habe ich doch auch hinzugefügt. Also bei denen bin ich mir eigentlich sehr sicher, ja. I don't get it. Warum die Leute sich da so schwer tun. Ich meine, ihr habt literally überall Essen und Trinken. Und ihr habt eigentlich alles andere auch in der Nähe. Also so, dafür, wie viele Leute hier arbeiten, haben wir schon viele Bäder, finde ich. Wir haben 4 Bäder alleine. 4 Bäder, 4 Küchen. Also ist schon, glaube ich, eigentlich ganz okay. Kann man machen. Was ich aber machen wollte, ist unbedingt schauen, dass wir unsere Geschäfte wieder beliefern gehen. Ja, das habe ich nämlich vermutet. Die Leute werden nicht so super happy darüber sein. Dass basically, also was heißt basically, dass gar nichts mehr da ist. Ja. Ich schicke die ersten mal alle dahin. So. Du auch. Dann die fahren alle darüber. Dann geht's hier ans Chicken Restaurant. Wie sieht's da so aus? Ich glaube, da hatten wir ja wirklich ein gigantisches Lager. Was? Das ist leer. Also, gut, ja, wir hatten es nie ganz aufgefüllt, stimmt. Wie sieht's aber eigentlich hier aus? Haben wir da auch alles? Okay. Obwohl, da haben wir jetzt auch kein so gigantisches Lager. Ich glaube, das könnten wir mal ausbauen ein bisschen, ne? Ne? Wir haben da ja noch Platz. Wir wissen ja jetzt auch, dass man relativ easy einstellen kann, wie das hier funktioniert. Ich baue das gerade mal schnell aus. Ich weiß, es ist unnötig, aber why not just do it? So. It is so easy. Dann machen wir das doch mal. Dann sollte das in Zukunft auch nicht mehr so super wild sein, wenn irgendwo. Ich glaube, ich mache das tatsächlich mal so. Wenn irgendwo länger nicht hingeliefert werden kann. Und da stehen auch schon tatsächlich die ganzen LKWs. Wow, das ging extrem schnell. Ein bisschen verwundert, aber ich werde mich nicht drüber beschweren. So. Außer sind einen zu viel geholt. Ich würde die hier gerne nach da oben packen. So. Und so. Moment. Da müssen wir alles abwählen. Ja, machen wir es uns gerade relativ leicht mal. Und machen hieraus einfach so eine doppelte Reihe dann. Wie gesagt, wir bräuchten es eigentlich halt nicht, aber ne, über ein bisschen mehr Lagerplatz kann man sich nie beschweren. So, da hinten würde ich halt nochmal Standard hinpacken. Weiß nicht, was die da hingelegt haben, aber hoffen wir einfach mal, dass es auch tatsächlich das ist. Oh, scheinbar schon. Das freut mich doch. Und dann würde ich bei den anderen Dinger nochmal halt die anderen Sorten jeweils packen. So, dann tun wir hier nochmal
eine Runde Amazonia. Und unten drunter dann halt Röst. Ich glaube, das ergibt am meisten Sinn. Und dann ist als nächstes natürlich unser Hühnchenrestaurant dran. Ich wette, die haben gerade hier irgendeinen Crab hingelegt. Ja, natürlich. Obwohl. Oh nee, das passt sogar hier. Genau, ich wollte das tatsächlich sogar so machen. Ich nehme es zurück. Ihr habt das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, so eingeräumt von Anfang an, wie ich es auch einräumen wollte. I'm proud of you. Trotzdem finde ich nicht gut, dass sie das Lager von hinten nach vorne einräumen. Wäre mir andersrum lieber, dann wäre es für uns praktischer von der vom Ausliefern an die Kunden. Ja, obwohl, da vorne haben sie auch ein bisschen Stuff hingebracht. Ist schon okay. Also davon haben wir 3 rein, davon haben wir 3 rein, davon haben wir 2. Das macht aber auch Sinn. Das bringt uns am wenigsten Geld. Hier könnten wir theoretisch auch noch ausbauen. Ich meine, wir brauchen es halt wirklich nicht. Aber wir könnten theoretisch. Oder wir packen da einfach fett Werbung hin. I mean, who cares? Landschaftsgestaltung, wir haben was doch. Deko. So, wir erleuchten die ganze Nachbarschaft hier. Dann machen wir hier ein bisschen schöneren Außenbereich. Hier Donutfarben. Konnte ich nicht. Ich hab gedacht, ich könnte hier den Boden. Ah ne, ich muss erst aufbauen. Stimmt. Perfekt. Dann Donutfarben. Dann haben wir hier natürlich nochmal unser Menü. Für ein Drive-Thru. Ein Gartenzwerg neben dran. Nee. Moment, wir nehmen den Flamingo. Wir nehmen den Flamingo. Das war viel besser zu den Farben. So. Haben wir irgendwelche Blumen? Ja, why not? Versuchen wir irgendwie ein bisschen in unserem Color Scheme hier drin zu bleiben. Wir könnten da so eine Reihe draus machen. Ich glaube, das mache ich auch. Ich glaube, das waren die hier. So. Und. Wait. das macht wenig Sinn. So. Nee. So. So. Und. Hä? Was habe ich da jetzt schon wieder kaputt gemacht? So. Okay. Jetzt haben wir's. War ein bisschen mehr aufwendig als gedacht. Kriegen wir da noch irgendwas in so ein Vogelhäuschen? Perfekt. Und hinten dran dann noch so ein Busch. So, perfekt. Das ist doch toll. Alles wie es sein soll. Was hast du denn jetzt schon wieder? Okay, wir kriegen. Ey, Alien, Strahlenkanone. Ich habe das Gefühl, die geben uns einfach alles, was wir bisher verpasst haben, jemals. Auch ohne Zeitlimit, das gefällt mir doch immer am besten. Machen wir das doch mal. So, Moon hatten wir gesagt. Ah. Ich bin gerade ein bisschen. Wir haben hier 3 Stück mit Moon. Ernsthaft, warum? Warum ist die Sortierung so? Warum ist das oben und die anderen 3 sind da unten? Ich stelle es einfach nicht in Frage. Egal, gehen wir darüber.
Da müssen wir nämlich auch jetzt noch mal Stuffin liefern. Wie wär's denn mit dem? Dann dem und dem hier. So, dann haben wir natürlich unser neuestes Business. So, da ist es doch. Ich vermute, ja, ihr seid auch natürlich leer. Was mich interessieren würde, haben die immer noch Plus gemacht? Nee, die haben alle Minus gemacht. Da war noch, probably stuff da. Und dann sind sie aber hier ins Minus. Obwohl, du warst ein Tag... Ah ne, das ist das Gesamtding. Gut, dann müssen wir hier natürlich auch nochmal hinliefern. Huch. Okay. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Auf Wiedersehen. Ja, viel Spaß, ne? Weiß nicht, was ihr tut, aber hab noch eine gute Zeit. Gut, wir gucken mal, dass wir alles andere hier noch beliefern. So, du fährst, wo ist es denn? Hier unten hin? Du fährst dann natürlich auch hin und du genauso. Dann haben wir jetzt bei allem theoretisch noch zwei LKWs frei, die irgendwo hinfahren können.